This is a wounded ex we don't want to die in hospital. C'est des femmes et des œufs, on ne veut pas mourir à l'hôpital. Frauen und Eisprung, wir wollen nicht im Krankenhaus sterben. Thema ist Vorsorgevollmacht und ich sage es direkt. Jungen und Mädchen aus Hülscheid, Finger weg von Vorsorgevollmachten. In Solingen-Gräfrath gibt es angebliche Rechtsanwälte, die euch hochkriminell in sowas hineindrängen wollen. Ist mir passiert, ich werde zurzeit verklagt vor dem Amtsgericht Solingen. Ich informiere mich über das Thema. Ich mache mir jetzt erstmal hier lecker Kamillentee fertig. Ich habe dazu das Universalwerkzeug aus Remscheid, 12 mm schief. Für Teebeutel ist das bestens geeignet. Holz bearbeiten würde ich damit nur bedingt. So, jetzt einmal den Teebeutel an das Universalwerkzeug aus Remscheid und dann, man könnte ihn auch einfach in die andere Tasse tun. Irgendwie muss der Tisch hier auch sauber werden und dann wird er mit Kamille sauber. Und dann da drum. Und dann. Das sieht gut aus. Zack. Steht auch drauf. BM für Brüder Mammel, Gebrüder, nee, Brüder Mannesmann und RS für Remscheid. Wir sind hier auch ganz in der Nähe der Münchner Brücke. So. DKT ist fertig. Es geht ab der Seite 28 los. Und es geht um die Seiten 28, 29 und 30. Es beginnt mit einer Frage, muss ich für die Vorsorgevollmacht immer zwei Dokumente aufsetzen? Dann heißt es Auswahl des Bevollmächtigten. Dazu gibt es ein Gut zu wissen, eine Checkliste. Und dann endet das Ganze mit einem Interview eines Betreuungsrichters am Amtsgericht Frankfurt-Main. So, wird eine etwas längere Folge. Ich habe mir deshalb extra den Tee gemacht und das Geschirr vom Abendessen weggeräumt. So. Muss ich für die Vorsorgevollmacht immer zwei Dokumente aufsetzen? Nein, das ist nicht unbedingt nötig. Viele Notare entwerfen nur die nach außen gültige Vollmacht. Mit dieser kann der Bevollmächtigte auch arbeiten. Wer keine Vereinbarung im Innenverhältnis trifft, verzichtet jedoch auf die Gelegenheit, dem Bevollmächtigten genauere Handlungsanweisungen zu geben. Auswahl des Bevollmächtigten. Ein Bevollmächtigter hat weitreichende Rechte. Wer eine Vollmacht erteilen will, sollte sich deshalb darüber klar werden, welche Person er für den Fall der Fälle mit seinen ganz privaten und persönlichen Dingen betrauen möchte. Dies kann ein naher Angehöriger sein, aber auch eine Freundin oder eine andere Person, zum Beispiel ein Pfarrer, ein Anwalt oder eine Ärztin. Kinder, lasst die Finger von Vollmacht. Klären Sie im Vorfeld mit dem Bevollmächtigten, ob dieser bereit und in der Lage ist, die Verantwortung zu übernehmen und später entsprechend der Vollmacht zu handeln.
Wichtige Punkte für die Ausübung der Vollmacht sollten in der Vereinbarung im Innenverhältnis schriftlich festgehalten sein. Der oder die Bevollmächtigte muss selbst volljährig und wenigstens beschränkt, besser jedoch voll geschäftsfähig sein. Nur so kann er alle ihm übertragenen Aufgaben wirksam umsetzen. So. Es ist auch möglich, mehrere Personen zu bevollmächtigen, die einzeln oder gemeinschaftlich handeln können. Es ist auch möglich, mehrere Personen zu bevollmächtigen, die einzeln oder gemeinschaftlich handeln können. Je nach Art der Formulierung müssen sie alle Entscheidungen gemeinsam treffen und sich dafür abstimmen. Oder jeder Bevollmächtigte kann allein entscheiden. Im ersten Fall sollte ausgeschlossen sein, dass die Bevollmächtigten wechselseitig ihre jeweiligen Vollmachten widerrufen können. Im zweiten Fall ist es sinnvoll, den Bevollmächtigten je nach ihrer Fachlichkeit zu verschiedenen Aufgabenbereichen zuzuweisen und zum Beispiel Finanz- und Versicherungsangelegenheiten jemanden zu übertragen, der hier besondere Kenntnisse besitzt. So. Habe ich gerade nicht verstanden, muss ich mir nochmal durchlesen, den ganzen Absatz. Es ist auch möglich, mehrere Personen zu bevollmächtigen, die einzeln oder gemeinschaftlich handeln können. Je nach Art der Formulierung müssen sie alle Entscheidungen gemeinsam treffen und sich dafür abstimmen. Oder jeder Bevollmächtigte kann allein entscheiden. Im ersten Fall sollte ausgeschlossen sein, dass die Bevollmächtigten wechselseitig ihre jeweiligen Vollmachten widerrufen können. Im zweiten Fall ist es sinnvoll, den Bevollmächtigten je nach ihrer Fachlichkeit zu verschiedenen... Aha, also nochmal. Je nach Art der Formulierung müssen sie alle Entscheidungen gemeinsam treffen und sich dafür abstimmen oder jeder Bevollmächtigte kann allein entscheiden. Also es gibt zwei Fälle. Einmal müssen sie sich abstimmen und einmal kann jeder Bevollmächtigte allein entscheiden. Im ersten Fall sollte ausgeschlossen sein, dass die Bevollmächtigten wechselseitig ihre jeweiligen Vollmachten widerrufen können. Okay, also... Wenn die sich abstimmen sollen, sollte ausgeschlossen sein, dass die ihre Vollmachten gegenseitig widerrufen können. Im zweiten Fall ist es sinnvoll, den Bevollmächtigten je nach ihrer Fachlichkeit verschiedene Aufgabenbereiche zuzuweisen. Okay, beim zweiten Fall guckt mal da drauf, womit die sich auskennen und weist denen dann verschiedene Aufgabenbereiche zu. Zum Beispiel Finanz- und Versicherungsangelegenheiten jemanden übertragen, der hier besondere Kenntnisse besitzt. Übrigens, auch die Details zu den Aufgabenbereichen der Bevollmächtigten legen Sie besser in der Vereinbarung im Innenverhältnis fest. Sofern sich nicht eindeutig Aufgaben zuweisen lassen, sollten alle Bevollmächtigten eine umfassende, nach außen gültige Vollmacht erhalten. Gucken, ob es hier viel Forum gibt. Es gibt einen. Auch mit Sachen zum Ankreuzen. Und dann gibt es hier Sachen zum Innenverhältnis. Ja. Steht auch eine Vereinbarung im Innenverhältnis. Kann man sich mal in Ruhe angucken. So.
Jetzt kommt ein weiterer Fachausdruck, den ich auch noch nicht kenne. Naja, man lernt nie aus. Lecker Tee. So. Der Bevollmächtigte sollte das Recht erhalten, Untervollmachten zu erteilen. Untervollmachten wird hier fett gedruckt. So kann er einzelne Aufgaben, denen er aus fachlichen oder zeitlichen Gründen nicht noch nachkommen kann, an Dritte abgeben. Für Fehler der Personen, die Untervollmachten erhalten haben, haftet er. Für Fehler der Personen, die Untervollmachten erhalten haben, haftet er. Falls der Bevollmächtigte länger ausfällt, lässt sich eine Ersatzperson bestimmen, die dann beispielsweise als gesetzlicher Betreuer tätig werden soll. Okay. Habe ich, glaube ich, verstanden. Seite 30. Kontrolle des Bevollmächtigten. Eine routinemäßige Überwachung des Bevollmächtigten gibt es nicht. Ich unterstreiche es mal besser. So. Deshalb, Jungen und Mädchen aus Hirscher, lasst die Finger von Vollmachten und geht nicht zu kriminellen angeblichen Rechtsanwälten nach Solingen-Grefrath. Einzige Ausnahme sind Entscheidungen bei schwerwiegenden medizinischen Maßnahmen oder beim Freiheitsentzug. Nur hier muss der Bevollmächtigte die Genehmigung des Vormundschaftsgerichts einholen. Dazu gibt es auf Seite 31 und folgende was. In anderen Fällen nicht, also bei medizinischen Maßnahmen oder bei Freiheitsentzug muss der Bevollmächtigte die Genehmigung des Vormundschaftsgerichts einholen, in allen anderen Fällen nicht. Deshalb sollten Sie ausschließlich Personen als Bevollmächtigte benennen, die Ihr volles Vertrauen genießen. Und ich sage an der Stelle nochmal, Jungen und Mädchen aus Hirscheid, solche Personen sollte es an der Stelle nicht geben. Ihr liefert euch den vollkommen aus. Menschen sind Individuen mit einem eigenen Willen. Man macht sowas nicht. Entscheidungen und Rechtsgeschäfte, die der Bevollmächtigte im Namen des Vollmachtgebers tätigt, sind gültig. Auch ein wichtiger Satz, unterstreiche ich auch mal. So. Entscheidungen
die der Bevollmächtigte im Namen des Vollmachtgebers tätigt, sind gültig. Bei Fehlern oder Missbrauch ist der Bevollmächtigte gegenüber seinem Vollmachtgeber haftbar, und zwar auch bei einfacher Fahrlässigkeit, sofern nichts anderes festgelegt ist. Damit können nicht nur der Vollmachtgeber, sondern gegebenenfalls auch seine Erben in Schadensersatzansprüche gegenüber dem Bevollmächtigten. Damit können nicht nur der Vollmachtgeber, sondern gegebenenfalls auch seine Erben Schadensersatzansprüche gegenüber dem Bevollmächtigten geltend machen. Ja, dann ist aber schon zu spät. Und ob man Recht bekommt, ist immer fraglich an der Stelle. Gut zu wissen. Der Bevollmächtigte muss gegenüber dem Vollmachtgeber und dem Erben Auskunft und Rechenschaft über sein Handeln als Bevollmächtigter ablegen. Um Schadensersatzansprüche vorzubeugen, sollten Bevollmächtigte oder über ihre wesentlichen Entscheidungen und finanziellen Transaktionen Buch führen und alle wichtigen Unterlagen aufbewahren. Ich halte sowas für selbstverständlich. Ich mache sowas auch. Ich druck sogar meine Kontoauszüge aus. Obwohl das immer noch online da ist. Ich blätter da auch manchmal drin. Ist jetzt nicht so, dass ich sonderlich viel Geld zur Verfügung habe. Ich mache es trotzdem. So. Sollte der Verdacht bestehen, dass der Bevollmächtigte seine Vollmacht missbraucht, kann das Amtsgericht einen Kontrollbetreuer einsetzen. Bevor dies geschieht, müssen dem Gericht stichhaltige Hinweise auf einen Missbrauch vorliegen und das Betreuungsverfahren muss durchlaufen werden. Dauert also ewig und 3 Tage und man kriegt so gut wie keinen Amtsrichter dazu, das zu tun. Ich lese das hier so raus. Keine Ahnung, wie ich auf solche Ideen komme. Entscheidungshilfe. Wie finde ich den richtigen Bevollmächtigten? Das zentrale Auswahlkriterium für einen Bevollmächtigten ist das unbeschränkte Vertrauen darin, dass er seine Vollmacht nicht missbraucht, Entscheidungen im Sinne des Vollmachtgebers trifft und sich nicht von persönlichen Ansichten leiten lässt. Ich möchte an der Stelle sagen, ich lasse mich nur von persönlichen Ansichten leiten und bin nicht beeinflussbar. Das stimmt nicht. Ich bemühe mich, mich weitestgehend von persönlichen Ansichten leiten zu lassen. Ich bin kein guter Bevollmächtigter. So, ich glaube auch nicht, dass man so einen findet. Gefestigt in meiner Intoleranz. Gerade gegenüber hochstapelnden Juristen. Und Ärzten. Darüber hinaus sollte der Bevollmächtigte in der Lage sein, die Aufgaben zu erfüllen. Eine räumliche Nähe zum Vollmachtgeber ist dafür von Vorteil. Der muss ausreichend Zeit für zusätzliche Aufgaben haben. Häufig werden Ehepartner und Familienangehörige bevollmächtigt. Dies ist aber nicht immer die beste Wahl, da sie eventuell mit der Aufgabe überfordert sind oder es zwischen Geschwistern zum Streit über die Umsetzung der Vollmacht kommen kann. Besprechen Sie mit dieser Person Ihre Wahl, ob sie sich die Aufgaben als Bevollmächtigter vorstellen kann. Zu einem guten Vertrauensverhältnis sollte auch gehören, dass der Wunschkandidat nicht dazu gedrängt wird, Bevollmächtigter zu werden. Okay, so, Checkliste. Wahl des Bevollmächtigten. Mir wird schlecht, wenn ich daran denke, dass das so ein Arschloch mir so eine Vollmacht unterjubeln wollte. So. Damit ist der angebliche Rechtsanwalt aus Solingen-Grefrath gemeint.
Wahl des Bevollmächtigten. Checkliste. Habe ich uneingeschränktes Vertrauen zu der Person, sodass sie jetzt sofort in meinem Namen Entscheidungen treffen, sodass ich sie jetzt sofort in meinem Namen Entscheidungen treffen lassen würde? Nein, slow. Hat die Person ausreichend Zeit, sich um meine Angelegenheiten zu kümmern und kann sie mich regelmäßig besuchen? Bei einer faulen Ehefrau würde ich an der Stelle ja sagen, sonst auch immer nein. Oder bei Rentnern. Ist die Person gesundheitlich und geistig fit und wird dieser Zustand mit hoher Wahrscheinlichkeit auch dann anhalten, wenn ich eine Vertretungsperson benötige? Ich verweise auf die steigenden Zahlen bei der Verschreibung von Psychopharmaka. So. Ist die Person fachlich geeignet, meine Angelegenheiten weiterzuführen? Sind Erbschaftsstreitigkeiten absehbar, falls ich diese Person zum Bevollmächtigten wähle? Fallen mir drei Gründe ein, warum diese Person die richtige ist? Das ist die Checkliste. So, wir schließen mit einem Interview. Das heißt, ich schließe mit einem Interview. Und es ist Axel Bauer, Betreuungsrichter am Amtsgericht Frankfurt-Main. Immer wenn es Probleme mit einer Vorsorgevollmacht gibt, bekommt er sie auf den Tisch. Was kennzeichnet einen guten Bevollmächtigten? Antwort: absolute Verlässlichkeit. Wenn ich nicht vollstes Vertrauen habe, sollte ich besser keine Vorsorgevollmacht ausstellen. Außerdem ist es wichtig, dass der Bevollmächtigte meine Wünsche kennt und bereit ist, sie zu respektieren, auch wenn sie seinen eigenen Vorstellungen widersprechen. So. Frage. Sind also der Partner und die Kinder ideale Bevollmächtigte? Antwort: nicht automatisch. Der Mensch an der Seite wird ja auch älter und vielleicht krank. Oft sind die Ehepartner völlig überfordert, wenn die Vollmacht wirksam wird und sie handeln müssen. Sie haben sich zu etwas verpflichtet, dem sie nicht gewachsen sind. Und bei den Kindern weiß man nicht, ob sie irgendwann weit weg wohnen und gar nicht mehr mitbekommen, welche Wünsche ich als Vollmachtgeber habe. Oder sie sind beruflich so stark eingespannt, dass sie keine Zeit haben, sich zu kümmern. Wenn man die Möglichkeit hat, ist es gut, zwei Bevollmächtigte einzusetzen. Idealerweise den Sohn, der als Bankangestellter arbeitet, für die Vermögensvorsorge, und die Tochter, eine Krankenschwester, für die Gesundheitssorge. Also, liebe Kinder aus Höchscheid, macht Kinder und der eine wird Bankangestellter und die andere Krankenschwester. So. Was kann man tun, wenn man niemanden hat, der in Frage kommt? Dann kann man in einer Betreuungsverfügung einen beruflich tätigen hauptamtlichen Vereinsbetreuer bestimmen, der vom Betreuungsgericht bei Bedarf zum Betreuer bestellt werden soll. Das ist besser, als einen Familienangehörigen zu bevollmächtigen, dem ich nicht zu 100% vertraue oder der voraussichtlich mit der Regelung meiner Angelegenheiten überfordert sein wird. Okay. Also, wenn man keinen hat, dann greift man zur Betreuungsverfügung. So. Damit schließe ich das. Ich habe die Seiten 28, 29 und 30 verlesen. Weiter geht es mit
Das muss in einer Vorsorgevollmacht stehen und dann wird auch wieder verwiesen auf die Formulare am Ende. Tschüss.